Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Ahrens. Ich bin Vorsitzender des Schauspielvereins Rhoderde, Schauspieler aus Dortmund und bin Mitveranstalter hier beim Fredolino Freizeit Kirmespark. Ja, erstmal vielen lieben Dank, Herr Ahrens, für die Zeit, für das Interview. Heute ist der erste Tag. Vielleicht erzählen Sie erstmal so ein bisschen, was erwartet die Besucher hier und vor allem, was muss man auch mitbringen, um diesen Fredolino Pop-Up Freizeitpark hier besuchen zu können. Es erwartet die Besucher eine traditionelle Kirmes auf unserem Volksfestplatz, der ja seit über 100 Jahren schon Heimat der Dortmunder Osterkirmes ist. Ein Platz, mit dem uns ganz, ganz viele Erinnerungen verbinden. Und nachdem wir ja letztes Jahr mit dem Pandomio was gemacht haben, was so eigentlich ganz weggeht von dem, was wir normalerweise machen, was in der zweiten Hälfte noch sehr erfolgreich gewesen ist, haben wir uns dennoch gedacht, wir gehen mal zurück auf unseren Platz, haben hier ein eingezäuntes Gelände, weil wir eine Besucherkapazität irgendwie darstellen müssen und um das Ganze zu gewährleisten, haben wir ein Kassenhäuschen aufgebaut, da wird 1 Euro Hygienegebühr verlangt, um diese zusätzlichen Maßnahmen überhaupt finanzieren zu können. Also wir sind jetzt dennoch, obwohl es relativ überschaubar ist und bei einem Kostenfaktor von über 100.000 Euro. Ui. Auf unserem, wie gesagt, auf unserem normalen Gelände. Aber klar, wir sind in Corona-Zeiten und da möchten wir natürlich auch, dass die Leute, die uns hier besuchen, sicher mit einem guten Gefühl, gerade die Familie, wir machen das ja für die Familie, uns hier besuchen können. Und da haben wir uns gedacht, komm, wir gehen diese Kompromisse ein, als sich abgezeichnet hat, dass wir eine Möglichkeit haben, das durchzuführen, haben wir uns wieder alle angeguckt. Das ist so ungefähr derselbe Organisationskreis wie letztes Jahr beim Pandomio, viele Dortmunder Schausteller. Und haben uns gedacht, wir machen das hier. Einmal so ein bisschen zu den Regularien. Momentan ist es ja noch so, dass NRW eines der wenigen Bundesländer ist, in denen im Freizeitpark die 3Gs gelten. Für uns natürlich schwer nachzuvollziehen, gerade hier unter freiem Himmel. Nachdem fast alle Aerosolforscher ja bewiesen haben, jetzt, dass es unter die Ansteckungsgefahr unter freiem Himmel relativ gering ist. Und wir können auch nicht so recht nachvollziehen, warum man im Zoo, in botanischen Gärten und sogar in Spielcasinos, in geschlossenen Spielcasinos ohne Test sich bewegen kann und hier nicht. Aber gut, das ist eine der Zugangsberechtigungen momentan. Wir haben extra nochmal ein mobiles Testzentrum aufgebaut, aber bitten trotzdem die Besucher, die Möglichkeit haben, auch woanders einen Test zu machen, diesen durchzuführen. Das muss ein offizieller Test sein, also das Selbsttest reicht leider nicht. Auch da müssen wir uns an den Corona-Schutzverordnungen des Landes NRW beugen. Im Gelände selber ist es so, dass auf den Wegen keine Maskenpflicht besteht, nur in den Warteschlangen, in vereinzelten Attraktionen und hier in der Gastro auch, wenn man seinen Tisch verlässt, auch da muss man sich mit der Maske bewegen. Komischerweise im Gegensatz zum letzten Jahr müssen wir keine Registration machen beim Eingang, wobei ich die Registration gerne getauscht hätte gegen das GGG. Ja. Aber natürlich hier in der Gastro, hier kann man sowohl auf die Luca wie auf die Corona als auch mit einer händischen Registrierung sich seine Anwesenheit dokumentieren. Und sonst auch das, was wir im letzten Jahr schon gelernt haben, an den Geschäften ein bisschen Abstandsmarkierer, viele Hygienespender. Wir setzen natürlich auch drauf, dass jeder Bürger für sich und jeder Gast auch Rücksicht auf andere nimmt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit wir alle durch diese Pandemie kommen. Also wenn wir ein bisschen Normalität haben wollen, müssen wir einfach uns an die Regeln halten und hoffen, dass die Inzidenzen unten bleiben, dass dann geimpft wird, damit wir auch irgendwann mal wieder auf einer normalen Kirmes hier uns in die Augen schauen können und ja vielleicht auch gemeinsam mal ein schönes Pilzchen trinken. Das wäre ganz schön, da würde ich auch auf gar keinen Fall Nein sagen. Sie haben gerade schon das Pandomio angesprochen, was es im letzten Jahr gab. Was ist in diesem Jahr anders und warum, wenn etwas anders ist, warum ist das so? Also ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, wir haben uns auf dieses 1-Euro-Modell, was ja letztes Jahr auch in vielen, in Hamm, in Aalen, hier im Umkreis, überall in Münster auch gut funktioniert hat. Also wir hatten zum einen natürlich so irgendwie einfach das Gefühl, dass wir wieder zurück müssen zu unserem Platz. Wir wollen ja alle wieder, wenn man bedenkt, man spricht ja immer davon vor Beschränkungen und Ähnlichem. Wir sind jetzt seit über 19 Monaten beschränkt. Und für uns war das einfach mal eine Chance, hier unseren Platz zu bespielen. Dieses Kirmes-Park-Modell, wo dann der einzelne Kollege, was ja vielen, gerade vielen,
gerade vielen Kirmesfreunden letztes Jahr gefehlt hat, war ja diese Rekommandage, die einzelne Musik. Ja. Die einen fanden es toll, das, was sie im Park gemacht haben, und die Kirmesfreunde, die haben alle gesagt, boah, was ist denn da los, warum ist bei Bonner am Break denn sich der Rekommandeur, warum, was ist denn da los, wir haben uns doch darauf gefreut. Und klar, in der zweiten Hälfte hatten wir uns an unser Publikum erarbeitet, aber was ja mein Pandemio ist, es ist ja so schön, wie es ist, aber es wird ja niemals ein Dauermodell, weil ganz einfach Range Düsseldorf ja irgendwann wiederkommt. Und was für uns hier jetzt ist ja auch die Möglichkeit ist, einfach mal zu testen, wichtig auch für die Dortmunder Kollegen, die Regionalen, ob hier in Dortmund vielleicht doch eine Sommerkirmes funktioniert. Weil klar, um diese Zeit ist jetzt normalerweise Hannover Schützenfest oder viele fahren schon nach Düsseldorf, aber hier im Raum ist eigentlich um diese Zeit nichts, was Kirmes so bedeutet. Und da haben wir gedacht, komm, dann können wir so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Natürlich zum einen einfach schauen, dass bei uns ein bisschen was ins Portemonnaie kommt, die Emotionen wieder bedienen, dass wir einfach rauskommen, um mit den Menschen zu arbeiten. Und als drittes, wie gesagt, mal einfach zu testen, ob vielleicht funktioniert hier doch ein Sommerkirmes. Ja. Ja, stimmt, das ist auf jeden Fall ein guter Aspekt. Wir sind ja auf dem Gelände der Osterkirmes, das haben Sie ja gerade schon angesprochen. Und eine normale Kirmes gestaltet sich ja vom Aufbau auch ein bisschen anders. Also wir haben ja hier diesen großen Platz, wo man diesen Rundlauf hat, alles ist sehr weitläufig, die Leute können Abstand halten. Eine normale Kirmes sieht man ja bei der Osterkirmes, ist ja normalerweise auch anders aufgebaut. Richtig. Sie haben gerade schon angesprochen, dass der Breaker vom Bonner hier steht. Vielleicht einen kurzen Überblick, was gibt es denn noch alles zu entdecken an Fahrgeschäften hier? Ja, wir haben einmal, ich habe es ja gesagt, den Breakdance vom Bonner, dann haben wir hier im Hintergrund die Poseidon Wildwasserbahn, der Rocket, Kettenkarussell, der traditionelle Schwanenflieger, Um- und Schiefbau, Superhopser, Twister, Musikexpress, eine der schönsten Autoscooter, die wir in Deutschland haben, von Isken. Dazu die Truckstop Kinderschleife, Kinderkettenflieger, ein normales Kinderkarussell und auch unter den Dortmunder Klassiker der Kinderverkehrsgarten, wo ja wirklich die Oma immer wieder sagen kann zu ihrem Enkel, ach, da bin ich schon mitgefahren. Ja. Und das sind so Dinge, so ein bisschen die Emotionen bedienen, auch Geschichten zu erzählen. Das Ganze natürlich, wie gesagt, ein bisschen kleiner als beim Pandemio, aber dennoch haben wir auch wieder auf Dekorationen gesetzt. Viele Pflanzen, viele kleine Accessoires, um den Leuten auch so ein bisschen die Aufenthaltsqualität zu geben. Ja, ist auf jeden Fall auffällig. Also es sind auch einige Palmen hier, da haben wir gerade schon das eine oder andere. Ein bisschen was vom Pandemio muss genau, man ja mitnehmen. Ja, genau, die waren so letztes mit den Liegestühlen, das war ja alles so ein bisschen das, was Pandemio auch ausgemacht hat. Einfach mal so abhängen. Chillen ein bisschen, das war ja auch Pandemio so, dass die Leute fast 7 bis 8 Stunden sich da aufgehalten haben. Und das ist natürlich ein Riesen. Meine Mutter grüßt uns gerade hier. Ein Riesenthema ist ja immer wieder, was wir uns ja so auf normalen Kirmessen schon immer gefragt haben, wie kann man Aufenthaltsqualität generieren? Kann man dafür sorgen, dass die Leute sich wohlfühlen. Und da haben wir jetzt gesagt, komm, wir machen auch auf diesem Gelände ein bisschen Blumenschmuck, ein bisschen drumherum. Das ist Geheimnis ja auch der Weihnachtsmärkte, ne? Das sind einfach die großen, imposanten. Da müssen wir schauen insgesamt, wie wir da vielleicht Volksfeste auch, nicht die großen Klassiker, aber so kleinere Sachen, vielleicht auch wie Osterkirmes, in der Beziehung wieder neu aufstellen können. Ja. Ja, also das Ambiente ist auf jeden Fall sehr schön. Wir sitzen auch schon seit 2 Stunden hier, sind aber noch gar nichts gefahren. Also es funktioniert bei uns zumindest sehr gut, so kann ich schon mal... Aber so soll es ja eigentlich auch sein. Wir haben jetzt hier die Zeit auch, dann kann man auch ein bisschen bleiben. Und durch die Begrenzung der Besucherzahl, knapp 1800 Leute auf ein Gelände, das normalerweise 15.000 passen würden, das Ganze dann so ein bisschen, man kann das Ganze in Ruhe genießen hier und kann sich einfach die Zeit nehmen, so raus aus dem Alltag. Das ist ja auch wichtig, dass man so ein bisschen abschalten kann von dem ganzen Corona drumherum. Und das wollen wir ja alles. Also es ist nicht nur Action, sondern man kann hier auch durchaus entspannen. Das ist vielleicht ein wichtiger ganz Aspekt. Genau, ein großer Biergarten hier, in dem man lange sitzen kann. Besser ist ja heute auch top. Gestern hätte man nicht so entspannt hier sitzen können. Das stimmt. Von wann bis wann ist der Fridolino-Breitzer-Park denn geplant? Es gab letztes Jahr auch viele Verlängerungen. Ja, aber das ist dies Jahr nicht, weil wir jetzt zum Beispiel Pächter, Münster im Anschluss sind. Wir gerade planen eventuell in Lünen was zu machen im Anschluss. Es wird vom 2. bis zum 25. Juli gehen. Öffnungszeiten sind dann am Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 22 Uhr. Freitag, Samstag 14 bis 23 Uhr. Und am Sonntag von 13 bis 22 Uhr. Montag und Dienstag lassen wir geschlossen. Wie gesagt, bis zum 25. Und es ist keine Verlängerung geplant, weil es hat sich ja so eine kleine Saison entwickelt. Ne?
kleine Pop-Up-Park-Saison. Ja. Man hätte es nicht gedacht, aber es ging doch dann tatsächlich schneller als gedacht dann. Ne? Ich hätte auch noch eine Frage. Wie sieht es denn aus? Gibt es eventuell noch so einen Familientag? Nein, also wir haben uns jetzt hier darauf beschränkt, insgesamt die Preise familienfreundlich zu halten, aber so Spezialaktionen sind jetzt nicht geplant, alleine schon. Okay, Familientag, auf einmal wird es dann doch. Der Familientag hier in Dortmund ist ja sehr stark mit den halben Preisen und dann hast du nachher die großen Schlangen vor. So kann man lieber sagen, was ja so gut wie die Familientage sind, aber der Dienstag davor und der Donnerstag danach, die sind ja meistens schwach, weil sich alles konzentrieren müssen. Aber kommt insgesamt das Ganze mit familienfreundlichen Preisen und dann ohne großartige Sonderaktion. Ja, auch gut zu wissen. Ich wäre jetzt ansonsten durch. Möchten Sie noch irgendwas sagen? Ich möchte nochmal vielen, vielen Dank. Wir haben das ja letztes Jahr schon gesehen, diese Riesengemeinde der Freizeitpark und Kirmes, Freunde, Fans, die uns hier unterstützt haben. Also ganz tolle Community, alle haben immer mitgemacht. Also riesig, wirklich auch über euch nochmal ein riesen Dankeschön an all diese Leute, die uns hier in der Pandemie unterstützt haben, die uns die Treue gehalten haben, die auch immer wieder gefragt haben, wie geht's euch denn, wie seid ihr denn drauf? Und da kann man nur die Gelegenheit auch mal nutzen, hier um Danke zu sagen.